Moin moin liebe Urbex-Begeisterte, hier ist euer Dr. Urbex und ich begrüße euch heute aus Belgien. Ja, aus einem Gewerbegebiet, um es mal so zu sagen. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, was hier damals passiert ist, was hier damals geschah, was für ein Gewerbe hier vor Ort existierte. Und der Joachim meinte, es sei wohl eine Wäscherei gewesen. Ja, ob sich das bestätigen wird, kann ich noch nicht sagen. Das wird sich dann heute noch zeigen. Ich würde mal sagen, bleibt einfach mal dran und dann sind wir hinterher schlauer. Ja, hier sind wir jetzt in dem ersten Gebäude, was wir hier vor Ort gefunden haben. Hier ist irgendwas mit Rohren, Fließband, ähnliche Anlage, nur ohne Fließband. So, die Treppe geht hier hoch. Stahlboden, oh, jede Menge Löcher. Hier müssen wir aufpassen, wo wir langlaufen. Ja, hier sehen wir irgendeine Anlage mit Löchern drin. Ja, vielleicht gehört das tatsächlich zur Wäscherei, dass man hier irgendwie Wäsche schon reintun konnte, dass das so eine Art Waschmaschinenanlage ist, aber das kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen. So, ich muss mal ein bisschen aufpassen, wo ich hier langlaufe. Weil wie gesagt, hier sind Löcher. Ja, hier sieht man tatsächlich ein Fließband. Ob hier Wäsche irgendwie drüber gebügelt wurde oder irgendwie sowas in der Art, man weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. So, wie verspannt diese alten Anlagen zu sehen. Hier können wir noch rumgehen. Schauen wir uns das mal an. Jetzt gerade so ein paar Bilder gesehen. Hier sind so riesige, ja, weiß nicht, Waschtrommeln. Ja, jetzt sieht man hier die ganze Anlage nochmal voller Pracht und auch hier diese Efeuranken, die hier von der Decke runterkommen von oben mit den vielen Spinnnetzen. Auf der anderen Seite ist gerade der Dirk. Der macht hier Fotos. Wollt's einmal winken? Und der Joachim läuft ja auch irgendwo rum. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Unter mir? Wo bist du? Ja. Ich sehe dich nicht. Ganz tief. Ah, hier. Da ist der Joachim. Ja. Ja, und am Ende von diesem ganzen Fließband kommt man dann hier an. Ja, ob das wirklich eine Wäscherei war? Ne, vielleicht. Tja, weiß ich nicht. Ich vermute eigentlich eher zumindest diesen Teil nicht. Ich habe mich jetzt gerade mit dem Joachim noch unterhalten. Also er meint definitiv, das ist eine Wäscherei hier. Und das ist quasi die Waschstraße hier, um es mal so zu sagen. Ne? Macht schon irgendwie Sinn, auch wenn mir der ganze Ablauf noch nicht so klar ist. Dirk macht hier gerade Fotos. Ich würde auch sagen, das ist eine Wäscherei. Ja, ne? Ja. Gut, das ist jetzt ein Gebäude von vielen. Mal gucken, was in den anderen Gebäuden dann passiert ist oder ob es vielleicht überall da identisch ist. Wir wissen es nicht. Ja, die Leiter sind wir jetzt gerade hier runtergegangen, beziehungsweise ich alleine. Hier ist ein Loch in der Wand, fachmännisch aufgestemmt. Ich gehe einfach mal durch. Jetzt gucken wir einmal hier um die Ecke. Vorsichtig, dass da niemand ist. Man kann ja nie wissen, wer sich da so rumtreibt. Okay, das sieht jetzt gerade easy aus. Da ist eine nächste Halle, da ist ein Fluss. So, ich würde mal sagen, ist alles klar hier. Keine fremden Leute. Ihr seht aber, wie groß dieses ganze Gebäude noch ist. Also mal schauen, was uns da noch erwartet, ne? Wenn das hier doch hier eigentlich der Ablauf war von der Wäscherei. Da ist noch ein Schornstein. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Innenhof. Und sieht schon gewaltig aus, ne? Diese Industriehallen. Auch wenn die jetzt hier zum größten Teil wahrscheinlich leer sind. Aber dieser natürliche Verfall. Da sieht man noch Maschinen drin. Da ein großer Schornstein. Ja, hier die beiden, die suchen sich direkt wieder ein Fotomotiv aus. Die das beiden kann ich mir vorstellen, ne? Die beiden fotografieren hier in diese Richtung ein. Ja, sieht so ein bisschen so Endzeit-Stimmung-mäßig aus, ne? Da ist auch schon ein Trampelpfad, da gehen wir jetzt gleich natürlich rein und gucken, ob sich das auch lohnt.
Weil meistens da, wo ein Trampelpfad ist, da wird es dann auch spannend. NAOH. Natronlauge. Natronlauge, sagt der Joachim. War hier früher drin. Joachim, er hat echt viel Ahnung, muss man ihm lassen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Tanks jetzt alle leer sind. Oh, das sieht hier echt cool aus, Leute. Schaut euch das hier mal an, also. Das ist echt wie so ein Computerspiel, ne? Hier haben wir so eine Art, ja, was ist das? Silo? Kläranlage? Irgendwie so? Ein ganz eigenartigen Kanister. Ja, hier gehen verfaulte Treppen nach oben. Da gucken wir mal, ob wir da gleich ankommen. Und hier ist auch noch irgend so ein uraltes, verrostetes Konstrukt. Ja, und jetzt sind wir nochmal hier oben angekommen, Mann. Diesem Kessel oder was auch immer das ist, Silo. Und man sieht hier die ganzen Nieten. Der Joachim hat mir gerade einen schönen Vortrag gehalten, dass das wohl bedeutet, dass diese Sachen schon ungefähr 100 Jahre alt sind, weil man damals noch nicht schweißen konnte. Und hat mir erzählt, dass man jede Niete, jeden Nietenstift glühend einsetzen musste. Also das hat wahrscheinlich sehr, sehr lange gedauert, bis so ein Teil dann hier auch tatsächlich fertig konstruiert war. Schaut euch das mal an hier, dieser wunderbare Bogen, Torbogen quasi. Und dann geht es hier rein. Leider von der Seite aus kein Zugang. Ich weiß also nicht, ob wir hier gleich von der anderen Seite irgendwo reinkommen. Wunderbare alte Industrie, das liebe ich einfach. Jetzt gehen wir hier alte Metalltreppen hoch. Boah, ist das am Wackeln. Huhu. Ich weiß nicht, ob wir hier weiterkommen. Es ist ganz schön knusprig hier, ne? Überhaupt nicht schön. Überhaupt nicht schön. Seht ihr das hier? Da hat der Träger schon einiges hinter sich. Auch dort. Die Treppe ist komplett gerostet. Oh je. Ob wir das machen? Ich fühle mich jetzt gerade nicht so wohl hier. Naja, aber das wird die wohl nur aushalten. Das wird die nur aushalten. Aber seht ihr das, wie das hier am Wackeln ist? Das ist nicht schön. Meinst du, wir gehen erst mal unten gucken? Warum ist das nicht schön? Weiß ich nicht. Ich wollte jetzt hier nicht runterknallen, aber... Ja gut, wenn man mal hier oben ist, ne? Ja, gut. Leute, warum mache ich so einen Scheiß? Oh, ui. Guckt euch das an. Sieht das nicht genial aus? Boah. Ja, hier noch die alten Armaturen. Und hier diese ganzen Anlagen mit den Rohren und den Ventilen. Unter mir der rostige Boden. Aber hier ist eigentlich recht dicht alles. Das sollte eigentlich halten. Guck mal hier. Alles noch heile. Kein Vandalismus hier an der Stelle. Das sieht man auch eher selten. Hier ist so ein alter Kontrollraum. Schaut mal. Cool. Ja, hier gehen noch Treppen runter. Wahrscheinlich hätten wir gar nicht hier diesen schwierigen Aufstieg gerade machen müssen. Da geht es irgendwie runter, ja. Gucken wir uns erstmal diesen Kontrollraum hier an. Hinter der Tür ist jetzt der Kontrollraum. Rauchen verboten. Feuer auch verboten. Ja, haben wir nicht vor. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Da ist das Labor, sehe ich gerade. Da hat der Joachim von erzählt, auf der anderen Seite. Da ist noch ein Labor, da sehe ich ganz viele Messfläschchen und sowas. So, jetzt gehen wir mal hier gucken. Recht dunkel hier. Dann mache ich mal die Taschenlampe am besten an. Oh, hier sieht man noch so altes Fett. Schaut mal, mit so einem Pinsel. Ja, Pinsel ist es nicht, aber das ist altes Schmierfett. Und hier die alten Elektrikanlagen. Leider alles leer gepflückt. Man sieht hier diese ganzen Sicherungen, wie das abgesichert wurde. Aber die ganzen Kabel sind leider kaputt. Auf der anderen Seite hat man gerade noch so Schalter gesehen. Ja, kommt man jetzt leider gar nicht hin. Das ist schade. Ja, dann gucken wir uns die Lämpchen jetzt von der anderen Seite halt an. Hier ist aber auch schon vieles zerpflückt. Hier war wahrscheinlich der ganze Kreislauf, der Produktionsablauf von diesem Teil hier schematisch aufgezeichnet mit dann jeweils Lampen, die da wahrscheinlich immer geleuchtet haben, wenn an irgendwelchen Stellen was passiert ist. Da kommt man allerdings von der anderen Seite jetzt nicht gut hin, deswegen jetzt von der Vorderseite einfach mal. Hier sehen wir noch die Rückseite von dieser Anlage, wo wir gerade durchgelaufen sind.
Was ein Wirrwarr von Rohren, Kesseln, Ventilen. Wahnsinn. Hier geht eine alte Leiter hoch, aber das ist mir persönlich jetzt zu steil. Und ich glaube, es lohnt sich auch nicht wirklich, da jetzt hochzulaufen. Ja, was hier gemacht wurde genau, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat das was mit der Wäscherei zu tun, dass hier irgendwie so sozusagen die Reinigungsmittel oder irgendwie so gepumpt wurden. Ich weiß es nicht. Der Joachim meinte gerade, das ist hier eine Destillation. Was auch dies genauso in diesem Zusammenhang bedeutet, das weiß ich jetzt leider nicht. Ja, hier haben wir noch so eine Leiter-Treppe-Stufe entdeckt. Hier versuche ich jetzt mal mein Glück nach oben zu kommen. Das sieht so ein bisschen vertrauenserweckender aus hier. Nicht ganz so verrostet. Oh, so. Aber ja gut, ihr seht, es lohnt sich tatsächlich nicht. Da gehe ich jetzt nicht weiter. Hier sind noch irgendwelche Kessel. Und ansonsten ist hier oben nicht so viel. So, wir gehen jetzt hier durch diese Tür. Jetzt mal wieder über rostige Platten. Mag ich überhaupt nicht. Oje. Dann schimpfwabbel ich hier alles, ne? Gehen wir mal lieber auf den Beton hier. Das ist mir dann doch lieber. Alles ganz schön runtergekommen hier. Meine Güte. So. Hier geht das ganze Gelände noch weiter. Schaut mal in die Richtung. Ja, der Joachim macht hier gerade Späßchen und wahrscheinlich liegt er gleich unten. Na, das meine ich ja mit den Platten. Wenn du überlegst, das ist so dünnes Blech. Das ist nur 6 Millimeter. Also warum der Joachim das so ausreizt, ich habe keine Ahnung. Vor allem, weil die Bleche durchgerostet sind. Geh lieber da über das Betonierte. Nein, ich hoffe, dass meine Frau das nachher sieht und mich dann verbietet, mit ihr loszufahren. Also Leute, nicht nachmachen, sage ich nur, ne? Jedenfalls, das Gelände geht da in die Richtung noch ganz schön weiter. Hinter mir jetzt auch hier der Schornstein. Ja, und wir gehen jetzt hier in die Halle rein, wo wir dann hoffentlich zum Labor kommen. Na, ich sehe schon den Zugang. Alles klar. Ja, hier riesige Halle. Aber soweit leider leer. Aber nicht so spektakulär. Aber das Labor, das wird jetzt bestimmt spannend. Nach dem kleinen Schock, den der Jochen da mir machen wollte, gehen wir jetzt hier in das Labor. Ups, boah, die Tür hört sich auch schon gut an. Da kann man es schon sehen. Wow, da. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Guckt euch mal hier diese wunderbare Optik an mit diesen alten, zerflatterten Vorhängen. Das ist Lost Place Charm. Das ist auf jeden Fall der Charme, den man sehen will. Diese uralten Vorhänge, die sich selber da schon so zersetzen, ne? Guckt hier. Guckt es euch an. Wahnsinn. Ja, das sind jetzt auch richtig super tolle Fotomotive für die, die fotografieren. Also Joachim und Dirk. Ich selber fotografiere ja nicht mehr. Aber da lohnt sich natürlich auf jeden Fall, den Fotoapparat rauszuholen, ne? Ja, wenn man sowas hier auf dem Lost Place findet, da ist natürlich das oberste Gebot immer nichts anfassen. Ne? Mal, weil man weiß nicht, was in diesen Behältern drin ist. Ne? Die können gesundheitsschädlich sein, die Sachen, oder sogar ätzend. Ne? Ich hatte es schon mal erlebt auf dem Lost Place, da war Salzsäure in solchen Flaschen. Ja, und ja, man möchte hier natürlich nicht irgendwelche Hautverletzungen oder ja, irgendwelche Stoffe dann einatmen. Ne? Deswegen immer zulassen. Nicht anfassen und dann ist das soweit auch in Ordnung. Ja, schaut euch mal hier diese riesige Halle an. Überall plätschert es hier gerade runter vom Regen. Hier vorne kommen wir zu Fenstern. Gucken wir mal raus, was wir da sehen.
Ja, das Gelände hier nimmt echt kein Ende. Ja, hier kann man jetzt noch hier durch das Glasdach in das andere Gebäude schon wieder von oben reingucken. Da geht es immer noch weiter. Wahnsinn, wie groß das ist. Ja, und überall plätschert es hier auf dem Boden. Hier hat sich schon richtig Moos oder Algen oder sowas gebildet auf dem Boden. Da seht ihr es. Ja, und hier geht eine Treppe hoch. Ich würde mal sagen, das machen wir. Die sieht ja auch noch ganz gut aus. Da sollte nichts passieren. Gehen wir mal hoch und gucken, wo wir da hinkommen. So, Leute. Was erwartet uns hier? Eine neue Halle. Auch wieder leer. Hier wachsen sogar schon Pflanzen. Schaut mal hier. Ja, richtige kleine Sträucher. Da ist Farn. Da hinten auch Irkenkraut. Aber alles leer. Da hinten geht nochmal eine Treppe hoch. Ja, ansonsten leer. Hier ist irgendein Apparat. Ja, keine Ahnung, was das ist. Schaut mal. Einfach nur so eine Art Fließband. Uralt, aus Holz noch. Und ja, da ging es mal nach draußen. Ja, macht überhaupt keinen Sinn, dieses Gerät gerade. Ich vermute mal, es ist irgendein Relikt oder so. Hier auch nochmal so eine Art Fließband. Aber das ist wirklich uralt. Uralt alles hier. Ja, jetzt wieder hier in der unteren Halle. Hier sieht man noch so Maschinen. Keine Ahnung, was das ist. Das sage ich heute, glaube ich, ganz schön oft, ne, mit keine Ahnung. Aber es ist nun mal leider so. Ich weiß nicht, ob man hier was reintun konnte. Ich weiß auch nicht, ob das hier immer noch zu der Wäscherei gehört, aber vermutlich ja. Der Dirk macht gerade ein kleines Video. Der ist genauso am Rätseln wie ich, was das hier sein kann. Ja, geht man hier durch die Hallen und kommt dann hier wieder in so einen Bereich, wo ich dann immer sage, Endzeitstimmung, Computerspiel, Fallout 3 oder sowas, keine Ahnung. Schaut euch das an hier. Oh, Wahnsinn. Dieses Bild, das ist doch wirklich Wahnsinn. Ja. Also der Dirk als Fotograf hier kommt definitiv auf seine Kosten, würde ich sagen. Ne? Absolut, der Schlangenland hier, Motive ohne Ende. Ja. Hammer. Also ich habe ja früher auch fotografiert, hatte auch so eine ja, vernünftige, teure Kamera. Hat auch richtig Spaß gemacht, aber jetzt seitdem ich filme, irgendwie habe ich seitdem nie wieder fotografiert. Ein bisschen vermisse ich es, muss ich ehrlich sagen. Oh, hier kommen wir jetzt zu alten Toilettenhäuschen. Die ist aber schon stark benutzt hier, würde ich sagen. WC für Herren, hier ist WC für Damen. Die Damen, die mussten erst über eine Stufe laufen, ja, Mensch. So, ui, was ist das denn? Ach, hier ist ein ganzer Waschraum. Hier sehen wir die alten Waschbecken. Ist da auch noch eine Treppe? Ja, da ist eine Treppe. Hier waren alte Duschkabinen, die sie aber halb ausgerissen haben. Aber schaut euch das mal an. Ja, die Damen hatten anscheinend keine eigenen Toiletten, die durften hier nur duschen. Ja, keine Ahnung, die werden wahrscheinlich woanders sein. Und ja, diese alten Toiletten für die Herren, die sehen jetzt auch nicht so schön aus. Und wenn sich jemand fragt, seit wann der ganze Spaß hier leer steht, ich habe da oben gerade einen Zettel gesehen, irgendwie so ein Anschreiben an die Mitarbeiter und dort stand zum Beispiel 1995 drauf. Also 1995 war ja definitiv noch Betrieb.
So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Hier sind die Herren. Ah, jetzt weiß ich auch, was der Dirk meint. Der meinte gerade zu mir, guck mal hier, hier sind Spinnen. Der hatte gerade Villa von mir, Spinnen. Er meinte Spinde. Spinde sind hier. Ja, dann gehen wir mal zum Dirk runter. Da sind hier die Umkleidekabinen. Jetzt können wir hier durch diese alten Spinde, Umkleidekabinen, was auch immer ihr dazu sagen wollt, gehen. Hier liegen noch alte Stiefel hier unten auf dem Boden. Alte Gummistiefel, irgendwelche komischen Latschen. Oh Mann. Ja, hier sind auch noch Waschbecken. Hier seht ihr, hat jemand auch noch mal Stiefel hier stehen gelassen. In manchen Spinden sind noch alte Aufkleber drin von den Mitarbeitern. Das kennt man ja auch. Man hat ja seinen Spind immer irgendwie verfeinert. Kenne ich persönlich auch noch. Ich habe ja mal bei Opel gearbeitet. Früher habe ich meine Ausbildung gemacht. War tatsächlich ja, ein paar Jahre da auch im Werk dann. Bei Opel in Bochum. Oh ja, und da hatte ich auch mal einen Spind. Ne? Und irgendwie hat mir den hier auch dekoriert, sage ich jetzt mal. Wobei das hier anscheinend doch nicht so gepflegt wurde, wenn ich hier in die Spinne reinschaue. Obwohl hier doch, hier haben wir ein typisches Beispiel von jemandem, der seinen Spind geliebt hat. Das zeige ich euch jetzt. Ja, hier, so kennt man das doch. Ne? Das ist doch jetzt typisch. Hier so Aufkleberkalender von 93, 94. War anscheinend Motorsport-Fan, wenn man das hier so sieht. Ne? Alles so Rennautos. Hier oben auch Motorrad. Oh. Uralt. Moin Joachim. Moin Moin. Das sieht aus wie so eine Tresortür, ne? Ja. Was meinst du? Das ist auch eins. Uralt, ne? So Bürotresor, so schickimicki. Wahnsinn, aber warum schickt ihr einfach nur die Tür rum, ne? Ergibt keinen Sinn. Boah, das wird ja immer besser hier. Leute, schaut mal hier diesen alten Schrank an. Da mache ich erstmal direkt die Taschenlampe an. Guckt euch das mal an hier. Und von der Feuchtigkeit sind diese Bretter komplett verzogen. Aber trotzdem, richtig schön. Und hier so eine alte Industrienähmaschine, ne? Hier wurde anscheinend so die Wäschestücke von der Wäscherei hier, wurden wahrscheinlich hier teilweise dann ausgebessert vielleicht, wenn mal was kaputt gegangen ist. Uralt und alles verrostet. Was macht der Joachim denn da? Der hat Angst, dass er sich die Birne einstößt und verschiebt hier alles. Aber ansonsten in dem Raum gibt es nichts weiter zu sehen. Also wie gesagt, der Schrank hier und diese wunderbare Nähmaschine, die sind echt toll. Und der Boden hier, irgendwie Dreck mit Pulver. Ich habe keine Ahnung, vermischt sich hier gerade mit dem Regen. Aus der Halle raus geht es hier zu diesem zugewachsenen Pfad neben dem Schornstein nach unten. Hier soll es noch schöne Öfen geben, haben wir gehört. Aber das Einzige, was wir jetzt gerade irgendwie sehen, sind Türen vom aktiven Teil, wo dran steht, dass das Kamera überwacht ist. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Ja, ich würde sagen, hier geht es nicht weiter. Denk mal, hier ist jetzt für uns erstmal Endstation. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Oder aber es geht hier nach links. Ja, hier kommen wir rein. Wow, das sieht doch schon mal cool aus. Eingang verboten, ne? Nie vergessen. Jetzt sind wir in dem nächsten Gebäude hier. Da geht es in den Keller rein. Da gucken wir später. Da ist auch irgendwas hinter. Vielleicht sind das sogar schon die Öfen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir jetzt in dem Gebäude drin. Ich habe aber gerade was viel Besseres gesehen. Und zwar, guck mal hier. Eine uralte Waage. Und auch hier so viel verrostet. Nebenan ist übrigens der aktive Teil wieder, den ich gerade gefilmt hatte. Da gehen wir jetzt natürlich nicht hin. Wir hoffen jetzt auch nicht, dass da Kameras hängen. Hier so ein uraltes Gerät, Maschine, was auch immer. Und wie gesagt, diese Waage, ne? Das ist natürlich richtig cool. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon erahnen könnt, aber ich gucke gerade auf diesen Teil, der aktiv noch ist. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Schaut mal. Hier steht einfach so eine uralte Straßenbahn. Eine historische. Das ist doch Wahnsinn, oder?
Guckt euch das an. Ja, verlassen wir mal den Raum, wo wir die wunderschöne Eisenbahn gesehen haben. Der Dirk überlegt gerade, ob er hier die rostige Treppe hochgehen soll. Ja gut, so schlimm ist es jetzt auch nicht, sind ein paar Meter. Jawohl. Sind hier die Öfen? Ja. Ach, hör auf. Ja. Ach, das kenne ich, das Motiv habe ich tatsächlich schon mal gesehen auf Fotos. Jetzt weiß ich auch, wo es ist. Ja, das kenne ich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo gesehen habt. Auch, ne? Ja, jetzt könnte man hier, wenn man Fantasie hat, da rein interpretieren. Das sind zwei Augen, hier so ein Helm oder was auch immer, unten der Mund. Also mit viel Fantasie kann man hier sich tatsächlich so gewisse Sachen vorstellen. Cool. Das sind halt, wie gesagt, Öfen. Und ja, die zeige ich euch jetzt nochmal im Detail. Hier ist noch die alte Holztreppe in den Öfen. Die scheint noch recht stabil zu sein. Boah. Wobei, die hängt echt auf 7:30 noch. Nee, gehe ich lieber nicht rein. So viel erkennt man hier oben jetzt auch nicht wirklich. Ja, gewaltig, diese Anlage mit den Öfen. Jetzt machen wir auch mal einen Raumtausch hier. Jetzt geht der Dirk in den Raum und macht da seine Fotos, während ich da Aufnahmen gemacht habe. Ja, hier riecht es ganz schön modderig. Oh, das ist spannend, Leute. Schaut mal hier. Hier ist so ein Schmiedeofen, vermutlich. Hier wurde, anscheinend ist das noch Kohle hier auf dem Boden. Hier wurde in dem Ofen halt ein Feuer entfacht. Und dann wurde wahrscheinlich da ja geschmolzen, ne? Dass man da irgendwas geschmiedet hat. Ja, man sieht auch hier, dass das hier eine Werkstatt ist, weil das ist hier so eine Drehbank, glaube ich. Auch schon ein ganz altes Teil. Hier sieht man noch weitere Werkzeuge. Vermutlich stand hier mal eine Bohrmaschine drauf. Ja, hier sieht man es auch. Wurde hier damals mit so einem Riemenantrieb sogar angetrieben. Ob das jetzt eine Bohrmaschine ist oder vielleicht so eine Art Meißel. Ich denke mal eher Bohrmaschine. Ja, wirklich uralte Werkzeuge hier in der Halle. Schaut euch mal hier diesen Schrank an, der hier von der Feuchtigkeit so in sich zusammengefallen ist. Auch hier dieses Art Scheunentor oder Holztor mit der Wand, auch komplett verfault von Nässe, teilweise eingefallen, eingestürzt. Da draußen überall Bäume und Blätter, man hört die Vögel, die sind am Zwitschern. Also die Natur erobert sich hier nach und nach hier alles zurück. Echt ein wunderbares Gelände. Hier gibt es so viel zu sehen. Natürlicher Verfall, alte Industrie, uralte Architektur.
Die Fotografen kommen auf ihre Kosten. Ja, ich komme auch auf meine Kosten. Sogar eine alte Straßenbahn steht hier. Ja gut, die gehört jetzt hier nicht zu dem Betrieb. Hier nebenan ist so eine Art Museum. Aber Leute, das ist doch Wahnsinn. Ja, der Joachim ist jetzt oben hier an der Treppe, wo ich mich nicht drauf getraut habe. Nur um festzustellen, dass es sich nicht lohnt. Ja, sieh zu, dass du wieder runterkommst. Ist auch kein Meister vom Himmel gefallen. Einmal oben. Hier ist übrigens auch dieser wunderschöne Werkschrank, ne, wo man wahrscheinlich drauf gearbeitet hat. Hier ist so eine Metallfläche eingelassen. Aber schaut euch mal an, wie die Natur diesen kompletten Schrank in sich verformt hat. Ne? Dass hier teilweise die Türen von alleine rausbrechen, das Holz hier komplett verzogen, hier wächst sogar, schaut euch mal hier so ein kleines Pflänzchen neben dem Moos, auch hier irgendein Gestrüpp oder Baum wird das vielleicht irgendwann mal, also das ist doch Wahnsinn, ne? Hier die ganzen Spinnweben, also das finde ich halt immer wieder beeindruckend, diesen natürlichen Verfall, das ist wunderschön. Auch hier die Spinnweben mit den Regenspritzern, die sich da drin gefangen haben. Ey, ein Traum. So, ich gehe jetzt hier einmal in den Keller. Hier fehlt schon eine Stufe. Muss ein bisschen aufpassen. Zack. So, und ich war einmal kurz schon gucken. Das ist so eine Art Magazinkeller. Hier sind so Aufsätze wahrscheinlich für die ganzen Drehbänke. Na, ihr seht es hier, diese ganzen Meißel und irgendwelche Räder und ja, einfach nur ein Lager quasi hier in dem Keller. Also so spektakulär nichts, aber es ist echt reichlich was vorhanden, muss man sagen. Ich gucke nochmal hier um die Ecke, vielleicht haben wir ja noch irgendeine Überraschung. Ja, hier irgendwelche Riemenräder, so Antriebsräder für Riemen, Ventile. Ja, hier sind Gummibänder und es geht hier auch noch weiter, meine Güte. Ja, da geht es doch um eine Ecke. Jetzt wäre natürlich toll, so einen Luftschutz noch zu finden, aber davon gehe ich jetzt gerade nicht aus, nein. So, was haben wir hier? So kleine Glasröhrchen, Teppiche oder sowas. Ja, keine Ahnung, was da hinten gibt. Da kommt man anscheinend in irgendwelche Katakomben. Aber ich denke mal, der Keller ist soweit dann durch. Sei denn, es wird jetzt nochmal spannend hier um die Ecke. Aber nein, hier ist vorbei, hier ist Ende. Ja, und hier draußen angekommen, haben wir uns entschieden, diesen Lost Places zu verlassen. Hier unten ist jetzt nur noch eine leere Halle, da ist alles rausgerissen. Ja, da gibt es nichts mehr zu sehen soweit. Und ja, wir sind hier fertig an diesem wunderbaren Ort. Wir haben jetzt hier tatsächlich, 14 Uhr. Also ich glaube, wir waren 10.30 Uhr auf dem Gelände. 3,5 Stunden waren wir jetzt hier. Also heftig, sage ich nur. Aber es hat sich gelohnt. Ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Vielleicht wart ihr schon mal hier. Und ja, wer den Kanal noch nicht abonniert hat, ihr wisst, was zu tun ist, ne? Und in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wahrscheinlich dann wieder ein Wandervideo. Und bis dahin sage ich ciao, euer Dr. Urbex. Boah, guck dir mal an, ja? Das ist ein Gummiband hier, dieser Walzenantrieb. Ja, das ist die Transmission, ne? Ja, Leute, wundert euch nicht, das Video ist doch noch nicht vorbei. Nebenan ist so eine Art Museum. Okay, ja. Hier sind die alten Maschinen und wir wurden freundlicherweise reingelassen. Also es ist kein Museum, sondern irgendwie so eine Art Verein. Und ich glaube, der macht die Maschinen für uns jetzt an. Guckt euch das an, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Boah, richtig cool. Schaut euch das an. Diese alten Dampfmaschinen hier. Ich würde mal sagen, das sind echt nette Leute. Leute, das ist so cool. Die Story erzähle ich euch gleich hinterher, aber guckt euch das an. Ja? Hier wurde früher Wolle produziert und das waren die Maschinen, die den Antrieb erzeugt haben. Das ist doch Wahnsinn.
Leute, also jetzt kann ich euch nochmal die Story dazu sagen. Direkt in dem aktiven Teil, den wir vorhin gesehen haben, wo auch die Straßenbahn steht, hier scheint so ein Verein zu sein, der die alten Maschinen von früher noch instand setzt und wartet. Das ist kein Museum, irgendwie hat man uns versucht zu erklären. Der nette Herr kann nur brüchiges Englisch, und weil das ist der französische Teil Belgiens und wir können kein Französisch. Und ja, wir sind einfach an der Straße vorbeigelaufen, haben auf dem Hof geguckt und der Joachim hat den Herren hier einfach angesprochen. Jetzt haben wir uns gesagt, kommt doch mal mit rein hier. Also richtig nett und freundlich. Und ja, hier wurde wohl früher Wolle produziert und das, was wir vorhin gesehen haben, war ein Teil dieser alten Fabrik und nebenbei noch eine Wäscherei. Das war also so eine Kombination, dieses ganze Gewerbegebiet hier, diese ganze alte Fabrik. Ja, hier sind auch noch mal diese alten Maschinen und Kessel. Hier wurde halt früher diese Wolle produziert. Ich kann es leider nicht lesen, was hier steht. Und das sind uralte Sachen von, ja, aus dem Jahr 1900, also quasi 125 Jahre alt. Wahnsinn. Also das ist so echt nochmal ein cooler Bonus, den wir jetzt hier bekommen. Ja, und dort in dieser Richtung sehen wir jetzt hier diese Straßenbahn, die wir vorhin aus dem anderen Fenster gerade gefilmt haben. Und da steht auch noch eine zweite dahinter, die wird da auch noch gerade restauriert. Leute, das ist genial. Jetzt haben die uns hier gerade gesagt, wir sollen hier die Treppen hochgehen. Und das sei wohl sehr spannend. Jetzt bin ich mal auch sehr gespannt, was uns denn hier wirklich jetzt hier erwartet. Oh je. Ach du meine Güte, Leute. Hier ist die ganze Ansammlung von den alten Maschinen. Alte Spinngeräte. Schaut euch das mal an hier. Alte Webmaschinen. Das ist ja Wahnsinn. Die ganze Halle voll mit diesen Maschinen. Wahrscheinlich alle aus dieser Fabrik ewig gerettet oder sowas. Schaut mal hier. Hier wurde früher gewebt, wahrscheinlich so Teppiche. Alle Schilder sind leider auf Französisch. Ich verstehe davon leider kein einziges Wort. Auch hier, guck mal, hier sieht man noch so alte Reste von der Wolle. Leute, das ist doch fantastisch. So super nette Leute. Ich denke mir, wir geben denen gleich auch mal ein bisschen Geld, dass sie uns hier reingelassen haben für diesen Verein. Oder was das ist. Hier so eine richtig schöne Spinnenwebmaschine. Ich habe keine Ahnung, Leute, was ich euch hier gerade erzähle. Das ist so Wahnsinn. Und die haben uns jetzt einfach hier hochgelassen, alleine. Wir dürfen uns hier bewegen. So nette Leute. Zwei alte Herren hier. Ah, super. Auch hier so ein Riesengerät. Entweder riesengroße Stoffbahn oder halt Teppiche, ne? Man weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal wahrscheinlich eher von Stoff aus, weil es hat ja doch sehr viel mit Baumwolle zu tun. Wahrscheinlich haben die einfach nur die Stoffbahn hier gewebt. Gehen wir nochmal hier lang. Ja, also das Video kriegt jetzt dadurch natürlich Überlänge, ne? Das ist natürlich ein ungeplantes Ereignis, ne? Schaut euch mal hier diese ganze Struktur von dieser Maschine an, ne? Da kann man schon richtig erahnen, wie alt das hier ungefähr ist. Also ich würde jetzt wirklich glatt sagen, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Also um 1900 rum. Vielleicht sehen wir hier irgendein Jahr. Leider nicht. Aber sehr schade. Aber da die anderen Gerätschaften ja auch 1900 sind, dürfte dazu ungefähr stimmen. Aber man sieht halt diese Verschnörkelungen, ne? Das ist so typisch so Ende des 19. Jahrhunderts. Mit diesen Farben und diesen Rahmen. Also ich weiß nicht, wie ich das gerade beschreiben soll. Aber es macht halt diesen Eindruck. Und es geht hier immer noch weiter. Das hier könnte so eine alte Waschmaschine quasi sein, wo hier was drin gewaschen wurde. Auch da nochmal ein riesen Gerät. Und es geht immer noch weiter. Schaut mal an, hier sind alte Wagen. Hier wurde wahrscheinlich die Wolle irgendwie angeliefert in so Rührschüsseln, Rührfässern. Darf man das mal anfassen? Ich hoffe es.
Alte Wolle, ja, wahrscheinlich vom Schaf direkt. Ja, hier sind diese alten Pferdekutschen, da wurde da wahrscheinlich die Wolle angeliefert mit. Und immer mehr alte Maschinen. Das ist eine Funktion, einfach nur erahnt werden kann. Hier wird einfach alles gelagert. Hier sieht man nochmal so ein bisschen, wie so ein Stoff irgendwie gewebt wird. Riesengroße Webanlagen. Dort hinten sieht man es nochmal deutlicher. Ja, hier so Teppiche, hier wird alles so zusammengewebt. Das ist ja wirklich eine uralte Maschine, ne? Das ist ja wirklich hier noch komplett Handtrieb. Hier sieht man auch über so kleine Löcher von den Holzwürmern, die sich hier schon reingefressen haben. Also hier wurde auf jeden Fall noch alles per Hand betrieben, ohne irgendeine Art von Antrieb. Und hier sind wir wieder im Bereich der industriellen Maschinen. Tja, und hier ist so eine Art Presse. Ob jetzt hier Stoff gepresst wurde, kann ich jetzt nicht sagen, vermute ich mal. Und hier steht zumindest ein Baujahr dabei. Ihr seht es, Konstruktion 1811. Also das ist tatsächlich ein wirklich sehr, sehr, sehr altes Konstrukt hier, diese Presse. Wahnsinn, dass das doch so schön erhalten ist, ne? Schaut euch diese alten Holzblöcke an, vermutlich Eiche. Das hält dann auch ewig, ne? Auch wenn da schon der Holzwurm drin gefressen hat. Und da sind wir schon wieder draußen. Mit diesen letzten Bildern verabschiede ich mich jetzt nochmal bei euch. Und ja, wie gesagt, der ältere Herr, der war super nett und freundlich. Wir haben uns nochmal gerade mit ihm unterhalten. Er war sehr erstaunt, als wir ihm noch Geld gegeben haben. Das wollte er eigentlich gar nicht erst haben. Ja, richtig schön hier. Also es ist so eine Art Verein, die lagern hier diese alten Maschinen noch und halten das einfach nur instand. Es ist kein Museum in dem Sinne. Ne? Es gibt hier keine Öffnungszeiten oder sonst wie. Wir hatten einfach nur Glück, dass sie gerade da waren, weil hier irgendwie so eine Besuchertruppe sich hier angemeldet hatte. Ja, richtig toll. Also mit diesen Bildern verabschiede ich mich dann nochmal bei euch und wir sehen uns dann bald wieder. Ne? Ciao.